Ich begrüße euch zu einer Demo der ganz besonderen Art. Ich begrüße alle Demonstrierenden, alle Passanten und alle Bürger in Uniform. Ich hoffe, die Bürger in Uniform haben Zeit und Muße, uns genau zuzuhören und können viel davon mitnehmen. Weshalb ist das heute eine besondere Versammlung? Ich habe erst vor wenigen Minuten den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg bekommen, dass anders als wir das hier in den letzten Wochen gemacht haben, wir heute keine Musik spielen dürfen. Keine Musik, keine Gesangseinlagen, keine, ich habe mich vergewissert, keine Klanghölzer, keine Musikinstrumente. Klatschen ist, das müsstest du mit den Polizisten abklären. Die Polizei hat mir gesagt, wenn sie die Idee hat, dass jemand hier sich in die Nähe begibt, der so etwas wie eine Art Musikinstrument besitzt, trägt, wird er gefragt, ob er zu der Versammlung kommt und möglicherweise, wenn das als Musikinstrument identifizierbar sein könnte, wird das für die Dauer der Versammlung einbehalten. Das ist Kinderspielzeug, okay, das müsstest du mit der Polizei klären. Also, klatschen, aha, klatschen ist erlaubt, aber nicht rhythmisches Klatschen. Also, ja. Übrigens, tanzen ist erlaubt. Obwohl die Begründung dieser Beschlüsse sagen, man will unbedingt vermeiden, dass jemand aus Versehen eine Polonaise tanzt. Weil eine Polonaise führt die Menschen näher zusammen, als das Abstandsgebot gebietet. Und dann ist das, sagt das Oberverwaltungsgericht, lebensgefährlich. Gleichzeitig sagt das Oberverwaltungsgericht, eine Aerosolinfektion im Außen ist nicht zu befürchten. Nicht zu befürchten, weil sie nicht möglich ist. Dennoch sagt das Oberverwaltungsgericht, wir müssen den Abstand einhalten um jeden Preis, auch um den Preis, dass wir keine Musik spielen, keine musikalischen Darbietungen machen, also auch nicht singen, nicht rhythmisch klatschen, habe ich gerade gelernt. Und natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, wie zu jeder Regel es Ausnahmen gibt. Lebensgefährten, Lebensgefährtinnen und Polyküle dürfen natürlich den Mindestabstand unterschreiten. Und häusliche Gemeinschaften dürfen natürlich auch den Mindestabstand unterschreiten. Ihr müsst halt nur damit rechnen, dass dann irgendjemand auf euch zukommt und euch fragt, habt ihr einen triftigen Grund, euch nahe zu sein? Ja. Was bedeutet das? Also, ich habe versucht, mir das zu erklären. Wenn das Verbot von Musik wirklich die letzte Verteidigungslinie gegen eine Jahrtausendseuche ist, dann mache ich mir schon Sorgen. Und wenn Lüften überall hilft, nur nicht draußen, dann weiß ich auch nicht genau, wo da die Logik liegt. Aber wahrscheinlich muss es für Regeln
heutzutage keine Logik geben. Es muss nur eine Regel geben und es muss Leute geben, die diese Regeln einhalten und es muss Menschen geben, die diese Regeln durchsetzen. Und mir tun tatsächlich die Beamten und Beamtinnen in Uniform unsäglich leid, dass sie einen solchen dramatischen Unfug durchsetzen müssen. Ich frage mich ernsthaft, wie die jungen Menschen, die in Uniform unseren Rechtsstaat vertreten und verteidigen sollen, wie die nachts schlafen können, wenn sie Kinder von Rodelschlitten runterholen müssen, weil das die Regel ist. Wenn sie, obwohl keine Infektionsgefahr besteht, Menschen voneinander wegzerren müssen, obwohl sie genau wissen, dass Nähe elementar wichtig ist für die seelische und körperliche Gesundheit. Und mir muss auch jemand erklären, wie Polizistinnen und Polizisten das mit sich vereinbaren können, wenn sie selber eng beieinander stehen. Und hier massiv dazwischen stehen, wenn hier jemand in den Abstand gegangen ist. Als würde der Virus und Uniformen einen Wurm machen. Eigentlich sind wir alle aus einem großen Haushalt. Aber das lässt sich sicher hier nicht argumentativ platzieren. Okay, Susanne. Wer ist dran? Lilifee. Ja, singen dürfen wir nicht. Aber dann sage ich einfach mal, wir sagen dazu einfach ein großes gemeinsames Ja! 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 Oh, und wir fühlen die Gemeinschaft. Ich finde das wundervoll. Also wir fühlen die Gemeinschaft mit diesem gemeinsamen Ja! 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 Wir verbinden uns damit miteinander, was wir sonst über die Musik machen. Wir spüren, wir sind eine Gemeinschaft. Wir spüren, dass wir hier sind, weil wir im Grunde genommen, und ich sage das jetzt mal wirklich so, weil wir in Liebe verbunden sind, weil wir diese Freundlichkeit miteinander lieben. Weil wir miteinander eine Gemeinschaft sind. Wir sind Menschheitsfamilie. Und spürt es mal, trampelt mal ein bisschen und spürt, dass von unten der Druck kommt von Mutter Erde, die uns trägt. Und spürt es mal, einfach mal so hin und her wippen und spüren. Und jetzt sagen wir Ja zu Mutter Erde. Ja! 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 Ich danke euch, dass ihr da seid. Es ist wundervoll. Und wir schaffen das. Wir schaffen das auf diese liebevolle Art und Weise. Und nicht auf diese, naja, ich halte mich jetzt mal zurück. Wenn die Hoffnung fast gestorben ist, und die Menschen sind allein. Im kalten Reich der Diktatur tretet für die Freiheit ein. Tritt für die Freiheit ein, mein Freund. Tritt für die Freiheit ein. Bleib friedlich und mit klarem Blick und tritt für die Freiheit ein. Ihr knebelt mit der Maske uns. Und dann sperrt ihr alle ein. Ein Leben in Gefangenschaft kann kein Leben für uns sein. Und schlag mich, bis mein Blut versiegt. Ich werd nie dein Sklave sein. Bin ich tot,
dann kommt ein neuer nach und tritt für die Freiheit ein. Tritt für die Freiheit ein, mein Freund. Tritt für die Freiheit ein. Bleib friedlich und mit klarem Blick. Tritt für die Freiheit ein. Ja, einer unserer Mitstreiter hat diesen Text verfasst auf das alte Lied Auld Lang Syne. Ihr kennt das, wir haben es hier schon öfter gesungen. Und wie alle Lieder oder sagen wir mal alle guten Lieder berührt dieses Lied die Menschen, sprich die Herzen. Dies ist uns nun verboten. Und es ist sicherlich nicht ohne Grund verboten. Es wird zwar vorgeschoben als Argument, dass bei der vorletzten Demo die Leute hier Polonaise getanzt haben. Allerdings bei einer Polonaise, ihr wisst ja, wie eine Polonaise funktioniert, bei einer Polonaise schauen sich die Leute ja gar nicht an. Sie sind ja hintereinander. Wie sollen sie sich denn da anstecken? Also es ist Bullshit, wie alle Corona-Maßnahmen, aber es hat natürlich System, es hat natürlich seinen Grund. Musik berührt die Menschen, Musik berührt die Herzen der Menschen. Und das Ziel dieser Politik, nicht erst seit Corona, ist, die Menschen von ihren Herzen abzutrennen. Dazu ist es nützlich, Musik, Spaß, Tanz, Musik machen, Musik hören zu verbieten. Ich bin Musiker und DJ und praktisch seit März, Mitte März, arbeitslos. Hier haben wir mal wieder ein Beispiel von der Unverhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes. Liebe Polizei, hallo, liebe Polizei. Ihr seht doch, dass das die Carola ist. Caro. Und jeder sollte doch erkennen, dass Caro ein Gesundheitsproblem hat. Okay. Was soll man dazu sagen? Ihr seht alle, wo wir leben. Ihr seht alle, dass wir in einem Polizeistaat leben. Die Illusion von der Demokratie ist, glaube ich, seit März vorbei, seit März letzten Jahres. Wir demonstrieren hier seit 31. Oktober letzten Jahres und werden bei jeder Demo schikaniert, eingeschränkt in unseren freiheitlichen Grundrechten. Hier mal wieder ein plastisches Beispiel. Die Polizei, unser Freund und Helfer, führt gerade jemanden ab. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Bei unserer Caro war das so, dass sie Fotos gemacht hat. Die Polizei hat inzwischen wieder von ihr abgelassen. Dankeschön. Offensichtlich sind die Beamten und Beamtinnen gerade sehr nervös. Wir machen hier eine Demonstration für Frieden und Freiheit. Und das gilt nicht nur für unsere Freiheit, sondern auch für die Freiheit von euch, liebe Beamten und Beamtinnen. Es ist auch eure Freiheit, um die es hier geht. Das mag im Augenblick noch nicht so aussehen. Aber es ist so. Es geht auch um eure Freiheit. Wie viel wollt ihr euch selber noch bieten lassen? Das Verbot von Musik machen bei Demos, ist ja nur die Fortsetzung des Verbots von Tanzlustbarkeiten seit März 2020. Das Verbot von Tanzlustbarkeiten ist ja auch der Verbot von Kontakt.
Nichts berührt die Menschen und die Herzen mehr als Musik. Musik hören, Musik machen, zusammen tanzen, insbesondere Paartanz. Und die Menschen zu entsozialisieren ist letztendlich das Endziel dieser ganzen Maßnahmen. Die Entsozialisierung der Menschen beginnt mit der Einführung der digitalen Technik vor 30 Jahren. In den letzten 30 Jahren sind Generationen herangewachsen, die sind mit dem iPhone, mit dem iPad, mit dem Computer aufgewachsen und bewegen sich auch nur innerhalb dieses Monitors, dieses Bildschirms, dieser Mattscheibe. Und aus meiner Sicht ist das kein Leben, sondern das sind Zombies, Fleischzombies, die von ihrem Smartphone und ihrem iPad gesteuert werden. Und genau das ist das, was die Regierung, und zwar alle Regierungen dieser Welt, haben wollen. Denn solche Leute haben den Bezug zur Realität und den Bezug zu sich selber längst verloren und das sind damit leicht lenkbare, leicht kontrollierbare Wesen. Als die ganze Kacke losging letztes Jahr im März, war mein erster Gedanke, dies ist nicht nur eine Pandemie, dies ist ein direkter Angriff auf alle Musiker und auf alle Künstler. So habe ich das empfunden und so empfinde ich das auch heute und fühle mich bestätigt. Diese Regierung will nicht umsonst die Musiker und Künstler, auch Tanzlehrer, ihrer Existenz berauben. Denn das sind die Leute, die die Menschen zu ihrem eigenen Herzen zurückführen. Und wer in seinem eigenen Herzen ist, die Verbindung zu seinem eigenen Herzen hat, der kann Lüge von Wahrheit unterscheiden. Leute, die sich nur auf ihren Verstand verlassen, können das nicht. Aber wer in seinem Herzen ist, kann sofort Lüge von Wahrheit unterscheiden. Und das passt der Regierung natürlich überhaupt nicht, denn die Regierung lügt. Die Regierung regiert mit der Lüge. Und zwar nur durch Lüge. Nur durch gefälschte Zahlen. Und natürlich mit Hilfe der Bürger in Uniform, die den ganzen Scheiße hier sozusagen in die Tat umsetzen. Ich habe nicht so viel nette Worte für die Herren in Uniform wie mein Vorredner. Werde sie auch nie mehr haben. Und was ihr da seit März 2020 fabriziert habt, hat euch keinen Respekt eingebracht, sondern nur Angst. Nur Angst, sonst nichts. Aber keinen Respekt. Respekt vor der Polizei, also ich nicht. Und eure Einschüchterungsversuche bei jeder Demo, mal abgesehen von den 14ern letzte Woche, die haben irgendwie nichts genützt, weil wir sind ja immer noch da. Und wir werden auch weiterkommen. Und wir Musiker, oder zumindest ich kann ja nur für mich selber sprechen, ich werde auch nicht aufhören, Musik zu machen. Schön, dass ihr da seid, Leute. Der Widerstand hört niemals auf, ist eine Strophe aus einem Lied, das ich gemacht habe. Leider kann ich es nicht vortragen heute, aber an anderer Stelle. Bleibt dran, Querdenken 30. Und hier kommt die nächste Rednerin. Hallo Doris. Willst du hier hin und noch einen Schritt dahinter? Ah ja. Genau, Doris und Aja. Guten Tag, liebe Mitmenschen. Wir wollen jetzt was vortragen, was wir eigentlich singen wollten. Wir haben es schon einmal probiert und jetzt hatte uns der Bernd oder Bert versprochen, uns mit der Gitarre zu begleiten, aber das geht ja jetzt nicht. Die Grippe wurde abgesetzt. Wo ist sie geblieben? Die Grippe heißt Corona jetzt. Das ist geschehen. Die Grippe wurde abgesetzt, wo ist sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Jetzt du. Sag mir, wo die Freiheit wohnt. Ganz nah am Mund. Also, ja. Versteht man, ja? Sag mir, wo die Freiheit wohnt. Wo ist sie geblieben? Diktatur darüber thront. Das ist geschehen. Sag mir, wo die Freiheit wohnt. Wo ist sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Nähe ist. Wo ist sie geblieben?
Abstand ist's, der sie auffrisst. Das ist geschehen. Sag mir, wo die Nähe ist. Wo ist sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo ist das Lächeln bloß? Da, wo ist es geblieben? Die Maske gab den Todesstoß. Das ist geschehen. Sag mir, wo das Lächeln ist. Wo ist es geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo ist die Wahrheit jetzt? Wo ist sie geblieben? Regierung hat sie totgehetzt. Das ist geschehen. Sag mir, wo die Wahrheit ist jetzt. Wo ist sie geblieben? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo sind die Alten jetzt? Wo sind sie geblieben? Meist sitzen sie in Heimen fest und sterben allein. Sag, wo sind die Alten jetzt? Wo sind sie geblieben? Lauter. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wie wird wohl die Zukunft sein für die ganze Erde? Friede, Freude, glücklich sein. Drum stehen wir hier. Die Zukunft, die wird besser sein für die ganze Erde. Dafür stehen wir jetzt hier. Dafür stehen wir jetzt hier. Wir alle. Wir alle, jawohl. Ja, danke. Doris möchte noch was sagen, ja. Ja, also ich habe noch ein Lied, das haben wir früher manchmal gesungen. Da habe ich nur eine Zeile etwas geändert. Vielleicht kennen das welche von euch. Das stammt eigentlich aus dem 17. Jahrhundert. Und dann war es längere Zeit verschollen. Das war auch nur so auf Blättern weitergegeben. Und dann hat das ein Herr im 18. Jahrhundert wiedergefunden und neu aufgelegt. Vielleicht kennen es welche von euch. Wer jetzig Zeiten leben will, muss haben tapferes Herze. Es hat der argen Feind so viel, bereiten ihm Großschmerze. Da heißt es stehen, ganz unverzagt, voll Liebe, Mut und Glauben, dass sich der Feind nicht an uns wagt. Das kann er uns nicht rauben. Das andere kann ich nicht. Geht nur weiter. Geld nur regiert die ganze Welt. Dazu hilft auch Betrügen. Wer sich sonst noch so redlich hält, kann doch bald unterliegen. Rechtschaffen hin, rechtschaffen her, das sind nur alte Geigen. Betrug, Gewalt und List vielmehr, klag du, man wird dir's zeigen. Doch wie's auch kommt, das arge Spiel, behalt ein tapferes Herze. Und sind der Feind auch noch so viel, verzage nicht im Schmerze. Da heißt es stehen, ganz unverzagt, voll Liebe, Mut und Glauben, dass sich der Feind nicht an uns wagt. Das kann er uns nicht rauben. Also das erste Lied, das habe ich mit meiner Tochter umgedichtet. Die wäre auch gerne hier, aber sie kann leider nicht, weil sie so viele Tiere hat. Jetzt wollte ich noch eine ganz kleine persönliche Sache sagen, die mich immer wieder betrifft. Wir haben eben alle gerufen, Friede, Freiheit, Demokratie oder Friede, Freiheit, Liebe, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich muss immer dran denken, dass wir Menschen auch die Tiere alle einfärchen. Und eigentlich sind alle Lebewesen auf dieser Erde Erdlinge. Und es gibt im, richtig. Und es gibt im Internet einen Film, der heißt Erdlinge oder in Englisch Earthlings. Und der lohnt sich echt mal, sich den anzugucken. Und wenn ich denke, wenn die Tiere wenigstens gut gehalten würden und draußen leben könnten, die Kühe stehen die ganze Zeit nur im Stall und werden nach 4 Jahren geschlachtet. Sie sind nur noch Milchmaschinen. Es braucht ja nicht jeder Veganer zu werden wie ich, aber man könnte sich darum kümmern, dass man vielleicht Fleisch besorgt von Tieren, die vorher ein gutes Leben haben. Und macht euch mal alle Gedanken darüber, dass wir auch mit unseren Mitgeschöpfen
denen Freiheit geben und gut mit ihnen umgehen. Danke. Danke, Doris. Danke, Aya. Pater Theo von Corona Ecclesia. Liebe Gemeinde, ich halte jetzt eine Predigt an die Polizei. Tatü, tata, tatü, tata! Liebe Bürger, Sternchen innen in Uniform. Am 9. Januar im Jahre 2021 haben Sie hart durchgegriffen gegen Maskenmuffel und Vortragende, die nicht die 1,5 Meter Abstand eingehalten haben. Sie zeigten damit Ihre Resolutheit und dass Sie brave Dienersternchen innen des Repressionsapparates der Regierung sind. Ich hoffe, Sie werden auch heute eine ähnliche Strenge an den Tag legen, wenn Sie die neue Taliban-Verordnung durchsetzen, laut der keinerlei irdischen Freuden in Form von Musik und Tanz, weder live noch aus der Konserve, den Geist verwirren und vom wahren Corona-Glauben ablenken dürfen. Sie werden sicherlich bald befördert werden, erhalten das Bundesverdienstkreuz und wenn Sie etwas Glück haben, bekommen Sie letztlich die erlösende Spritze. Wichtig ist aber, dass auch Sie sich an die AHA-Regeln halten. Ich beobachte nachts des Öfteren meine Bürgerpflicht nachkommen von meinem Küchenfenster aus, dass dies nicht immer der Fall ist. Letzte Woche hat der Schwurbler Theo von der Bühne herab von der Pandemie als Krieg gegen das Volk gesprochen. Ich, Pater Theo und nicht Pater Matteo, wie ein Anti-Schwurbler-Videoportal mich fälschlicherweise bezeichnete, sage, ja, wir befinden uns im Krieg gegen einen Killer-Virus. Deshalb ist Zero-Covid auch so ein heiliges Ziel. Alle Menschen sollten sich eigenverantwortlich isolieren, bis alle Viren ausgerottet sind. Und auch die letzte Existenz solidarisch geopfert wurde. Was Sie vielleicht schon mitbekommen haben, sei es durch sogenannte alternative Medien oder durch selbsternannte Experten, die sich über unsägliche Desinformationsflyer in ihren Briefkästen an Sie heranwanzen, sind angeblich schon etliche Menschen weltweit durch die Impfstoffe von Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca und anderen Herstellern gestorben oder leiden massiv an Impfschäden. Und in Norwegen geschah vermeintlich schon ein richtiges Impfmassaker. Dutzende Menschen sollen nach der Impfung an oder mit selbiger verstorben sein. Nun wurde hier auf dem Alexanderplatz von einer Covid-Jod-Aktivist-Sternchen in 24 Gründe genannt, warum man sich nicht impfen lassen sollte. Pater Deo aber sagt, diese 24 Gründe sind genau der Grund, warum man sich impfen lassen sollte, wenn nicht müsste. Ja, Sie gehen ein hohes Risiko ein, dass Sie erkranken oder sterben. Aber dafür werden Sie im Corona-Paradies auf ewig belohnt. Denn 88 Jungfrauen, Jünglinge oder Jungfledermäuse-Sternchen innen, je nach sexueller Orientierung,
warten auf Sie! 88 Gründe gegen 24 Gründe! Diese Rechnung kann jeder, der nicht dem RKI oder der Bundesregierung angehört, selbst lösen. Was man nie vergessen darf, Tote durch Impfung sind Märtyrer für die Herdenimmunität. Es ist endlich Zeit, vom überholten körpereigenen Immunsystem wegzukommen und ins kontrollierte körperfremde Transhumansystem einzusteigen. So wie es der Impfpapst Bill Gates, einer der heiligsten Führer des transhumanen Faschismus, propagiert. Jeder, der Mensch, wird endlich wahrhaft rein. Jeder Körper wird von innen gesäubert. Mikroroboter werden ständig auf der Patrouille sein, auf der Suche nach Viren, Bakterien und Pilzen, um diese unverzüglich zu neutralisieren. Die Göttin Corona hat uns den Virus geschickt, damit wir lernen, wachsam zu sein. Covid-Jod-Sternchen innen und solche mit einer Anpassungsstörung von Weitem zu erkennen. Diejenigen, die dagegen protestieren, dass unsere Klassenzimmer hygienegerecht umgebaut werden, auf den richtigen Pfad zurückzuführen. Und diejenigen, die keine FFP2-Masken tragen, wollen der gnädigen Obhut der Gesundheitsbehörden zu übergeben. Nur auf diesem Wege können wir alle zu gehorsamen Untertanen-Sternchen-Innen und zu guten Staatsbürger-Sternchen-Innen werden. Denn die Zeit der Aufklärung haben wir endlich hinter uns. Nun sind wir wieder dort anbelangt, wo vor 400 Jahren der Glaube die einzige ehrenwerte Tugend war. Und heute blüht diese Zeit wieder in neuem Glanze mit dem vierten Gebot. Hört auf Weißkittel, die neben Politikern stehen. Also, liebe Polizist-Sternchen-Innen, folgt brav dem ersten Gebot und huldigt unseren neuen Herrscher-Sternchen-Innen, den Multimilliardär-Sternchen-Innen und den Oligarch-Sternchen-Innen, die die Weisheit der heiligen Corona verkündeten und uns auf dem Weg ins Corona-Paradies führen werden. Ich rufe, Kampf bis zur völligen Ausrottung aller Virenwirt-Sternchen-Innen. Es lebe der Virus-Patriotismus. Impfen macht frei! Vielen herzlichen Dank. Ja. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ich bin Corona tatsächlich auch ein ganz klein bisschen dankbar. Das fällt mir schwer zu sagen und es gibt vieles, für das ich nicht dankbar bin. Das muss ich gar nicht alles aufzählen. Aber es gibt auch etwas, wofür ich dankbar bin, weil dieses merkwürdige Geschehen hat es möglich gemacht, dass ich Menschen treffe, mit denen ich mich authentisch, echt und wahrhaftig verbinden kann. In diesem Protest finden sich die tiefen alten Seelen wieder. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Es hätte nicht so einen Scheiß drumherum gebraucht, vermute ich, hoffe ich, wünsche ich mir. Aber jetzt ist es so. Und dafür bin ich auch dankbar. Hallo, schön, dass ihr alle hier seid. Mir tut es immer sehr gut, mit so vielen Gleichgesinnten hier zu stehen. Und auch Dinge zu tun, die uns schon lange verboten ist, wie zum Beispiel Musik hören, gemeinsam und zu tanzen. Ich möchte auch einen ganz herzlichen Dank an die Organisatoren richten,
die Woche für Woche in dieser eisigen Kälte diese Demos uns ermöglichen. Auch die ganzen DJs, die Musiker, das ist einfach super toll. Ich war vor 2 Wochen hier am Alex. Ich habe eine Maskenbefreiung gehabt. Und kaum war ich 10 Minuten hier, da kam die Polizei und haben mich rausgeführt und sagte zu mir, sie bekommen ihr Attest nicht zurück. Und ich habe ihm gefragt, weswegen. Und dann sagt er mir, es ist von einer Psychologin ausgestellt worden. Und da habe ich gesagt, und wieso, gilt das nicht? Dann sagt er, nein, sie müssen von einem Allgemeinarzt. Und da war ich erstmal völlig perplex. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich aber ein psychisches Beschwerde habe, kann ich doch von einer psychologischen Ärztin einen Attest haben. Und dann sagte ich auch, das ist mein Eigentum, ich möchte meinen Attest wieder haben, weil es ist alles absolut korrekt ist. Und dann nimmt dieser Polizist meinen Attest, hält das hier hoch und sagt zu mir, nehmen Sie doch Ihren Attest. Da habe ich echt in die Runde der Polizisten geguckt, ob irgendjemand eingreift vor diesem für mich fiese Machtspiel, das dieser Mann mit mir abzieht. Und da keiner irgendwie eingegriffen ist, bin ich in seine Falle geraten, indem ich wirklich meine Hand entgegenstreckte, obwohl ich wusste, da komme ich gar nicht ran. Und dann denke ich, das war der Moment, wo die Falle zugeschnappt ist. Da griffen mich links und rechts Polizisten und haben mich da rausgetragen. Und da ist, denke ich, der Moment, wo die mir vorwerfen, dass ich Widerstand gegen den Staatsgewalt ausgeübt habe. Und ich war so erschrocken, weil ich echt richtig die Good Guy sein wollte und alles richtig machen. Da habe ich nicht verstanden, was gerade passiert. Da haben sie mich rausgezerrt und dann sind die zu so einem Auto und ich war noch nie in meinem Leben in einem Polizeiauto drin. Und dann haben sie gesagt, rein damit. Und dann, ich habe gesagt, nein, ich gehe da nicht rein. Da habe ich angefangen zu schreien. Und dann haben sie mich reingehievt. Und da waren 2 andere Polizisten drin, die haben mir gesagt, gehen Sie rein in die Zelle. Und als ich diese Zelle sah, da habe ich wirklich, bin ich voll ausgerastet. Ich hatte so eine Angst und Panik. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, ich bin meiner Kraft so dankbar. Diese Angst hat meine ganze Kraft mobilisiert. Ich habe mich irgendwo festgehalten und habe gesagt, ich gehe nicht rein in diese Zelle. Diese Zelle ist, ich weiß nicht genau die Maßen, die war, alle Wände sind schwarz gestrichen. Die ist vielleicht 1 Meter breit und vielleicht 1,50 Meter tief. Und weiß ich nicht, wie hoch, auch vielleicht 1,50 Meter, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, da kann ich nicht rein. Also ich habe eine ganze Weile geschrien, ich gehe nicht da rein, bis, weiß ich nicht, was passiert ist. Irgendwann bin ich zusammengebrochen, vielleicht habe ich losgelassen oder so. Also bis dann konnte ich dieser Kraft der Polizisten standhalten. Und dann bin ich, also es ist mir ein bisschen peinlich, vor so vielen Menschen das zu erzählen, aber ich bin dann zusammengebrochen auf der Brust der einen Polizist und habe ihm gesagt, ich flehe Sie an, ich kann nicht da in diese Zelle rein. Und dann, ich war so verzweifelt, irgendwann sagte ich, erschießen Sie mich lieber, als mich da reinsperren, weil das war wirklich mein Gefühl. Ich dachte, ich will lieber in einer Sekunde tot sein, als 10 Minuten in so eine Zelle eingesperrt zu sein. Und ich habe die letzte bisschen Vertrauen, die ich in der Menschheit oder in der Polizei habe, aktiviert. Und ich habe mich da reingesetzt und er hat die Tür offen gelassen. Und als ich mich
etwas beruhigt habe. Also erstmal habe ich gefragt, warum die sowas machen. Und er meinte natürlich, ich habe den nicht gesehen, was passiert ist. Ich muss auch nur meine Aufgabe ausführen. Ja, so passiert das. Der eine sagt ja, ich weiß es nicht. Der andere hat es mir gesagt, ich soll es machen. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich unverschämt. Und vor allen Dingen, ich finde, das ist wie Folter, also aus meiner Sicht, und Menschenrechtsverletzung, weil auf meinem Attest stand, dass ich eine Angststörung habe. Und jemand, der eine Angststörung hat, in so eine Lage zu bringen, ist einfach für mich sowas von unmöglich. Ich komme aus einem Land, wo es mal Bürgerkrieg war und da kam ein White Van und haben alle mitgenommen, die politisch nicht korrekt waren. Und damals lebte ich auch schon in Deutschland. Da habe ich gedacht, ein Glück, dass ich in so ein Land lebe, wo sowas nicht passieren kann. Und jetzt denke ich, ich bin am Rande, dass dieses Land auch der White Van kommt und uns alle wegtransportiert. So, nachdem ich mich beruhigt habe, habe ich dem Polizist etwas gesagt. Das möchte ich gerne alle Polizisten, die hier sind, erzählen. Ich hoffe, alle Polizisten hören mal zu. Lieber Polizisten, ich nehme an, dass Sie Ihren Beruf gewählt haben, weil Sie sich für das Recht und für die Gerechtigkeit einsetzen wollen. Das, was Sie hier tun, ist genau das Gegenteil davon. Wir sind friedliebende Bürger, die nichts verbrochen haben. Und Sie tun uns vorsätzlich Gewalt an. Wir sind nicht die Verbrecher. Die, die ganz schlimme Dinge ausrichten, das sind ganz andere und einige unseren vermeintlichen Volksvertreter. Wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, glauben auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Wissen Sie, dass ein Virusgeschehen dafür genutzt wird, weltweit ein ganz anderes, viel gefährlicheres Agenda zu installieren? Informieren Sie sich. Schauen Sie nach bei World Economic Forum Event 201, 18. Oktober 2019. Dort wurde 2 Monate vor der angekündigten Corona-Pandemie eine Corona-Pandemie gespielt. Informieren Sie sich bei www.coronaausschuss.de. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, wie die gleichgeschalteten Medien und die Politik uns hinstellen wollen. Wir sind, ich nenne uns, Corona-Bewussten. Wir verleugnen Corona nicht. Die das faule Spiel durchblickt haben und nicht bereit sind, unser Maulkorb zu tragen und zu schweigen. Deswegen werden wir heftigst verleugnet und diffamiert. Glauben Sie nichts, hinterfragen Sie alles und denken Sie selbst nach. Liebe Polizisten, liebe Mitmenschen, es ist 11:55 Uhr. Hinter unser aller Rücken passiert etwas Grausames, was unsere Welt total zum Schlechten verändern wird, wenn wir nicht gemeinsam etwas tun. Informieren Sie sich und schließen Sie uns an. Folgen Sie nicht schweigend Befehle. Wenn nicht, dann sind Sie mitverantwortlich für all das Unrecht, was passiert. Wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht. Wir haben bereits eine Hygienediktatur. Wenn wir schweigend mitmachen, werden wir sehr bald eine Allesdiktatur haben. Diese Mächtigen sind wie ein Fels in der Landschaft. Und wir müssen wie eine weiche, sanfte,
aber gewaltige, nicht gewalttätige, sondern gewaltige Welle sein. Eine Tsunami-Welle, um diesen mächtigen Ungeheuer wegzuspülen. Inzwischen sind wir viele, aber es müssen noch mehr sein. An dem Tag, wo mir das alles passierte, fand ich abends eine ganz tolle Nachricht von einer Freundin vor. Ich habe sie angerufen und sie sagte, guck mal in deine Mail-Ordner. Sie hat es einfach aus dem Bauchgefühl mir geschickt. Was? Langsamer? Ja, ja, mache ich. Ich las diese Worte, die mir sehr viel Kraft gegeben hat. Unter anderem ein Teil davon war, so wie die Dunkelheit der Welt immer dichter wird, muss dein inneres Licht an Kraft und Stärke zunehmen. Lass nichts Negatives in dir das Licht trüben, sondern lass das Licht in dir auflodern. Lass uns unser eigenes Lichtbewusstsein und dadurch diese Welt erhellen. Das ist das Wichtigste, was wir zurzeit tun können. Wir müssen die Veränderung sein, die wir unserer Welt wünschen. Danke, Rowena. Was Rowena erzählt hat, hat mich berührt, hat mich betroffen. Ich arbeite als Psychotraumatherapeut und wenn ich erleben muss, dass Menschen traumatisiert werden, platzt mir die Hutschnur. Und dann muss ich das ausdrücken. Und manchmal muss ich schreien. Und mich schütteln. Jetzt kommt eine Freundin, die einen Text vorträgt. Komm auf die Bühne. Danke fürs Bewegen. Ihr könnt euch natürlich weiter bewegen, solange es nicht wie Tanzen oder eine Polonaise aussieht, ist das ja auch. Ich meine, Tanzen ist nicht verboten. Tanzen ist nicht verboten. Nur Musik ist verboten. Macht den Trick, tanzt ohne Musik. Hallo ihr Lieben. Ich hätte niemals gedacht in meinem Leben, dass ich vermummt auf einer Bühne stehen muss, weil ich mein Gesicht nicht zeigen darf, weil ich befürchte, entsprechend diskriminiert, denunziert, diskreditiert und bedroht zu werden. Ich komme aus dem medizinischen Bereich und ich hätte viel zu sagen, was ich aber heute nicht tun werde, zu diesem ganzen Wahnsinn, der sich hier abspielt. Ich kann euch nur sagen, ich bin erschüttert und dass ich hier stehen muss als Ärztin und darf mein Gesicht nicht zeigen. Das ist so schlimm. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin zutiefst erschüttert. Ich habe mal einen Eid geschworen zum Wohle der Menschen. Und es wird jetzt nicht zum Wohle des Menschen gehandelt. Die Ärzte dürfen nicht aufklären über die Risiken der Impfung. Sie dürfen es nicht. Sie bekommen Druck von der Ärztekammer. Unser Gesundheitsminister, Herr Spahn, hat das angeordnet. Wir dürfen nicht aufklären. Wir dürfen nichts über diese Risiken sagen. Und das ist nicht richtig. Und ich bin so erschüttert, was hier abläuft. Und ihr seht, ich bin einfach nur sprachlos bin ich nicht, Gott sei Dank, auch wenn ich eine Maske, eine Vermummung hier tragen muss, um mich zu schützen.
Ich möchte jetzt, weil ich werde sicherlich in der nächsten Zeit viel erzählen müssen über das, was hier abgeht. Für Leute, die das vielleicht nicht wissen oder nicht wissen wollen oder nicht wissen, ich weiß nicht, es gibt ja genug Quellen, wo man sich informieren kann. Aber ich werde dem einen oder dem anderen eventuell, wenn er mich fragt, ein paar Antworten geben können. Und ich bin so erschüttert, was hier zum Teil mit Menschen gemacht werden, die einfach traumatisiert werden, in Zellen gesperrt werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch mal in so eine Situation komme. Und es wäre für mich, es wäre ja das Schlimmste. Und ich hätte niemals gedacht, dass in Deutschland so etwas möglich ist, dass man, wenn man seine Meinung kundtut, verfolgt wird. Danke, liebe Freundin. Oh Mann, ich bin ganz aufgeregt. So, ich habe wahrgenommen, dass auch die Antifa sich zu uns gesellt hat. Herzlich willkommen. Wir verfolgen ja doch offensichtlich dasselbe Ziel, autoritäre Strukturen zu bekämpfen. Und ich glaube, dass wir da sehr gut gemeinsame Sachen machen können. Dankeschön. Das habe ich doch gar nicht in der Schule gelernt. Ich habe es satt, Feinde zu haben, nur weil ich meine Gedanken äußere. Ich will das betreute Corona-Leben, jetzt. Mama und Papa haben immer recht. Endlich kann ich straffrei denunzieren. Glückbar zu sein, gibt mir ein positives Gefühl. Macht stärkt mein Ego. Angela, tritt zurück. Angela, du zerstörst, was Menschen mühsam aufgebaut haben. Du zerstörst Menschenleben. Du zerstörst die Zukunft unserer Kinder. Danke. Hat sich jetzt leider verzögert, aber muss ich jetzt auch mal gleich aufgreifen, weil jetzt viele gefragt haben, wer ist es? Warum rede ich mit dem Fuad? Also ich kenne den Fuad. Ich weiß, dass der Fuad das, was wir hier machen, sehr kritisch sieht. Ich habe damit aber überhaupt kein Problem, weil ich rede mit Menschen. Und ich bin auch aufnahmefähig für Kritik und ich nehme die auch wahr und deswegen auch bitte da, zeigt Respekt, zeigt Toleranz und toleriert auch andere Meinungen. Ganz, ganz wichtig. Wir können nicht immer nur sagen, wir tun das, wir müssen das auch so leben. Und deswegen unterhalte ich mich mit dem Fuad genauso wie mit jedem anderen Pressevertreter. Wir sind sicherlich nicht immer einer Meinung, aber wir sollten miteinander reden. Deswegen habe ich das jetzt gerade getan. Deswegen war das jetzt für mich auch wichtiger, als direkt wieder als Erster auf die Bühne zu gehen. Weil viele Dinge, die ich zu sagen habe, kennt ihr sowieso schon. Ich wollte es heute auch relativ kurz fassen. Das letzte Mal, als ich hier war, ist es ein bisschen eskaliert. Ja, da hat mich die Berliner Polizei abgeräumt, als ich diesen Platz verlassen habe und auch nur alleine in eine andere Richtung gehen wollte. Ja, sind ein paar Leute hinterhergelaufen. Aber das werden wir juristisch klären. Müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Und ich bin jetzt gerade mal wieder in Berlin aus verschiedenen Gründen, aus politischen Gründen, weil ich mich jetzt der Basis angeschlossen habe, auch mal um ein paar Interviews zu führen. Ich war vorher zum Beispiel beim Anselm Lenz, haben wir uns ein bisschen unterhalten, werde jetzt künftig auch für den demokratischen Widerstand schreiben, was ich auch ein sehr gutes Angebot vom Anselm finde. Dass da einfach ein bisschen juristischer Sachverstand auch noch zusätzlich reinkommt und weil ich einfach diese journalistische Tätigkeit wichtig finde und genau deswegen unterhalte ich mich ja mit Menschen, die eben das kritisch sehen, weil nur so kann man die eigenen Positionen auch wirklich am Ende hinterfragen. Wir haben jetzt gerade kurz über das Thema Polizeigewalt gesprochen. Nicht immer alles, was die Menschen als Polizeigewalt sehen, ist eine solche. Das sage ich auch immer. Es gibt den Unterschied zwischen Maßnahmen und überzogenen Maßnahmen. Das sieht nicht immer jeder. Die Polizei weiß es, ich weiß es auch, weil ich vom Fach bin. Und deswegen solche Unterhaltungen sind für mich immer wertvoll. Weil mit Leuten reden, die meiner Meinung sind, das kann ich den ganzen Tag. Mich reizt es viel mehr, wirklich auch mal den Diskurs zu suchen. Heute ist jetzt alles ein bisschen knapp, aber wir haben uns vor 2-3 Monaten in München schon mal getroffen. Und da haben wir auch ein bisschen diskutiert. Also das wirklich, nehmt solche Angebote auch wahr
und versucht, diese Spaltungen zu beseitigen. Das ist wirklich wichtig. Und ich sage das seit 8 Monaten, seit ich auf der Straße bin, immer wieder. Und ich meine das auch so. Ja? Jeder, der nicht extremistisch ist, ja, mit dem kann man reden, mit dem sollte man reden. Und die anderen muss man vielleicht dann irgendwann abwarten, bis sie den Pfad der Tugend wieder finden. Ja, arg viel möchte ich heute gar nicht euch mitteilen, weil ich einfach, wie gesagt, ich habe gestern schon gesprochen, da hatten wir diese kleine Demo zur Pressefreiheit, was ich auch ganz wichtig fand, weil das eben in Berlin eingeschränkt ist und auch in Deutschland eingeschränkt ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das in allen Bereichen ist. Jedenfalls in der Demokratiebewegung ist es momentan extrem und gerade in dieser Stadt ist es extrem. Und deswegen ist es wichtig, dass man da wirklich klare Kante zeigt. Ja, und zwar gegen Politik und natürlich auch in dem Fall gegen Polizei, die ganz häufig einfach versucht, jeden, der irgendetwas filmt, egal ob das jetzt eine angemessene Maßnahme ist oder nicht, erstmal die Kamera wegzunehmen, Presseausweise nicht zu akzeptieren, Pressevertreter wie Sophia hier vor 2 Wochen wegzutragen mit dem Vorwand, wir müssen jetzt ihr Attest überprüfen und dafür müssen wir sie jetzt mitnehmen und dafür müssen wir sie festnehmen. Also vielleicht eine kleine Ausführung meinerseits an die Polizei. Das ist am Ende eine Körperverletzung durch die Durchsuchung. Das ist nämlich durchaus eine üble, unangemessene Benachteiligung, ja, des körperlichen Wohlbefindens. Das ist eine Nötigung. Ja. Das kann eine falsche Verdächtigung sein. Und wenn man dann so ein Attest, das wirklich offensichtlich original ist oder das vielleicht einer nur in der Hand hat und sagt, ich zeig's Ihnen aber nicht, dann kommt man nämlich auch mit diesem 277 Strafgesetzbuch nicht mehr weiter. Wenn man das dann wegnimmt und ersichtlich weiß, dass man das nicht darf, dann könnte das den Tatbestand des Raubes mit Waffen, ja, erfüllen. Nur, dass ihr das wisst, das habe ich im Studium gelernt. Da gab es dieses Beispiel, ein Polizist klaut eine Kaugummipackung. Ja, warum der Polizist? Weil der eine Dienstwaffe dabei hat. Und was ist das jetzt für ein Straftatbestand? Das ist ein Diebstahl mit Waffen. Das hat eine Mindeststrafe, weiß ich jetzt nicht auswendig, ob 6 Monate sind oder ein Jahr, aber das ist der Punkt, wo man dann aus dem Beamtenverhältnis raus ist. Und sowas kann auch auf einer Demo passieren. Deswegen versuche ich immer wirklich diese Sachen auch zu teilen, dass man die Polizei sensibilisiert und dass ihr auch geschützt seid, ja, dass ihr nicht irgendwas macht, wo ihr vielleicht am Ende euren Beruf verliert, weil das wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach, dass das sauber läuft. Und dass es sauber läuft, kann es einfach nicht sein, dass eine Pressevertreterin, die hier einen Attest zeigt, erstmal mitgenommen wird, in einen Gefangenentransporter kommt, da war ich auch schon mal drin, mich hat es nicht wahnsinnig gestört, aber die meisten Leute finden das vielleicht doch unangenehm, und dass man die erstmal eine Dreiviertelstunde rechtswidrig festhält. Also da werden wir rechtlich auch dagegen vorgehen, dass eben diese Maßnahme rechtswidrig war, und da schon mein Appell an die Berliner Polizei, seid da mal ein bisschen feinfühliger. Das ist das eine, wenn jemand keinen Attest hat, dann könnt ihr meinetwegen einen Platzverweis erteilen. Ja, das funktioniert dann. Aber zu sagen, wir müssen das jetzt kontrollieren und deswegen müssen wir sie jetzt vorläufig in Gewahrsam nehmen, das ist also ganz glasklare Freiheitsberaubung. Und da sollte man bei der Polizei vorsichtig sein. Also ein bisschen Fingerspitzengefühl gegenüber friedlichen Menschen sollte man da wahren. Ich weiß, es ist manchmal schwierig, auch in einer Bewegung gibt es immer wieder welche, die bei uns nicht die nötige Ruhe haben. Da versuche ich immer darauf einzuwirken und die Leute sagen, bleibt ruhig, weil alles andere führt zu Eskalation. Und man muss natürlich auch immer sehen, die Polizeibeamten haben natürlich, die wissen nie, ist die Person jetzt tatsächlich gefährlich. Gut, bei der Sophia kann man das jetzt relativ leicht einschätzen, dass die jetzt nicht eine große Gefahr ist für 5 ausgewachsene Männer. Aber auch da muss man natürlich immer so ein bisschen verstehen, warum reagiert die Polizei manchmal so, weil es tatsächlich natürlich bisher so war, wenn man auf Demos war, gab es Eskalationspotenzial, vielleicht noch deutlicher in Fußballstadien. Und deswegen ist man ein Stück weit natürlich immer drauf getrimmt, sich auch selber zu schützen. Aber auch da bitte ein bisschen Augenmaß, sowohl von den Demonstrationsteilnehmern, egal auf welcher Demo auch immer. Und wenn man da das deeskaliert, dann kriegt man das auch alles geregelt. Und wenn man so eine grob rechtswidrige Maßnahme hat, ich meine, Sophia hat sich wegtragen lassen, ich persönlich finde das super, weil das ist passiver Widerstand und es zeigt auch einfach letztlich das, was falsch läuft und es hat kein Eskalationspotenzial. Das ist wirklich ein Ratschlag, den kann ich hier jedem nur weitergeben, weil ich habe mit der Berliner Polizei auch schon viel zu tun gehabt. Bei mir ist noch nie was eskaliert, ja, weil ich eben einfach weiß, wie man sich verhalten sollte. Und dass man ruhig bleiben sollte,
ja, trotz dieser Festnahme, die Geschichte mit meiner Freundin, die sie da an die Wand geklatscht haben, das ist eine andere Geschichte. Das ist für mich tiefstes Strafrecht, wenn ein Polizist mit 90 Kilo eine Frau mit knapp über 50 an eine Wand schleudert, an diesem Platz hier. Das ist Strafrecht. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Für mich ist es zumindest eine gefährliche Körperverletzung. Ich bin gespannt, ob es da einen Freispruch gibt, ob es da ermittelt wird. Aber mal unabhängig davon, menschlich gesehen, jeder, der diese Bilder gesehen hat, und da habe ich auch von Antifa zum Beispiel Solidaritätsbekundungen bekommen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen over the top. Richtig. Und das Gleiche sage ich auch, wenn Antifa-Demos, wenn da so vorgegangen wird, der Fuad hat mich gerade auch nochmal auf das Thema hingewiesen. Und ich habe auch selber mal bei einer extremen Aktion von der Polizei auch mal eine Strafanzeige gemacht, als wirklich einer gesagt hat, wenn sie mir jetzt hier zu nahe kommen, dann, keine Ahnung, dann erschieße ich sie. Das kann nicht sein. So kann man nicht mit Menschen umgehen, vor allem wenn kein Gefährdungspotenzial da ist. Also wirklich, wir müssen da gucken, dass wir das alles runterfahren. Die Polizei, die Politik instrumentalisiert hier in Berlin, gerade in Berlin, die Polizei extrem. Ihr seid zwischen den Fronten. Ich möchte aber nicht, dass ihr irgendwann mal zwischen die Fronten kommt, wenn es nicht mehr friedlich ist. Wir sind dafür da, dass es friedlich bleibt. Und ihr habt auch einfach das Recht, bei eurem Dienstvorgesetzten dann mal zu fragen, muss das jetzt wirklich sein, ist das wirklich rechtmäßig? Und gerade wenn euch die Menschen dann die entsprechenden Paragraphen auch mal sagen, vielleicht trotzdem mal nachgucken, darf ich jetzt jedes Handy einfach mal beschlagnahmen, nur weil ich gerade Lust drauf habe. Nächster Paragraph, jetzt mache ich schon wieder einen Vortrag über Polizei, aber sei es drum, das ist ganz, ganz schnell Strafvereitelung. Ja, bei der Sophia war es so, die wollte eine Strafanzeige machen. Und dann kam sie bei der Polizei rein und dann hat der Kollege von euch gesagt, naja, das brauchen sie nicht machen, da kommt nichts raus. Die Kollegen haben rechtmäßig gehandelt. Also meine juristische Einschätzung ist eine andere. Und auch wenn man sowas macht, das ist eine versuchte Strafvereitelung im Amt. Das ist eine Straftat. Wir werden diese Sachen anzeigen. Ja, wir reichen jedem die Hand, der sich rechtmäßig verhält. Und ich stehe häufig genug zwischen der Polizei und argumentiere auch gegen die, also für die Polizei, aber ich mache es genauso umgekehrt, wenn ich sehe, dass die Polizei einfach falsch handelt und falsch agiert. Und mein Ziel ist wirklich, dass wir das hier auf ein vernünftiges, demokratisches Maß kriegen. Und da kann es einfach nicht sein, so wie gestern vom Brandenburger Tor, dass einerseits die Demonstranten wegen vermeintlichen und tatsächlichen Maskenverstößen abtransportiert werden, weggetragen werden und 5 Meter da hinten hocken von der 34. Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei, stehen 2, 3 Kollegen von euch, haben eine Zigarette im Mund, ja, haben die Maske unten, halten keine Abstände. Und unseren Leuten erzählt mir, wenn du das jetzt nicht tust, dann kommst du direkt mit. Das ist einfach was, das hat sich die Berliner Polizei wirklich einen Bärendienst erwiesen. Und da solltet ihr dann auch drüber nachdenken, ist das wirklich eine Vorbildfunktion für die Bevölkerung? Weil wir demonstrieren gegen die Maßnahmen. Ihr seid Teil des Staates. Ich möchte auch nicht, dass ihr diese Masken tragen müsst. Aber dass man dann wirklich in eine Demo reingeht und so offenkundig zeigt, dass einem das alles, das waren jetzt 3 Kollegen, ja, das war jetzt nicht die ganze Polizei, ja, aber dass es einem offenkundig völlig egal ist und dass es nur noch darum geht, diese sinnfreien Regeln durchzusetzen, an die man sich selber nicht hält, das ist dann bedenklich und das ist für die Polizei dann auch einfach schlecht, weil das ist ein ganz schlechtes Beispiel und das habe ich dem Einsatz leider auch gesagt. Da musste ich nur sagen, gucken Sie mal, was Ihre Kollegen hier machen und Sie wollen mir was über Abstand, Masken und sonst was erzählen. Ist vielleicht nicht die beste Publicity. Gut. Habe ich schon wieder genug zur Polizei und allem gesagt, aber mir geht es bei alledem wirklich darum, dass das auf einem rechtsstaatlichen, auf der rechtsstaatlichen Basis bleibt und dass es vor allem friedlich bleibt und dass man miteinander diskutiert und nicht immer erst das Gespräch hier anfängt, was das Eskalationspotenzial angeht, weil hier kommt man dann nicht mehr an. Ja, und das ist für uns alle hier gut, egal von wo oder wofür wir stehen oder wogegen. Gut, dann ganz kurz vielleicht noch, ja, ein Ausblick für dieses Jahr. Ich glaube, viele sind momentan so ein bisschen, wissen nicht so richtig, wie es weitergeht. Ich glaube, wir sind alle auf einem sehr guten Weg, ja, weil eine Bewegung geht nicht immer nur steil bergauf. Demonstrationen werden nicht automatisch immer nur größer, ja. Wir brauchen, glaube ich, alle momentan auch eine gewisse Ruhe. Das war im Winter jetzt auch mal ganz wichtig und die Leute werden auch wieder in großer Zahl auf die Straße gehen. Und das, was die Politik hier momentan macht, das spielt uns allen in die Karten. Und wenn eine Frau Bundeskanzlerin sagt, dass diese Entscheidungen, die momentan fallen, eine politische sind, dann ist es ja zumindest mal ehrlich, was es in Wahrheit ist. Es ist psychologische Kriegsführung, die hier gegen unser Volk und gegen
alle, naja nicht alle, aber viele Völker auf der Welt momentan durchgeführt wird. Und da sollten wir alle zusammenhalten und aufhören mit dieser verfluchten Spaltung. Die Menschen werden momentan von oben in Terror gehalten, in Schockstarre. Ich habe morgen eine Demo in München. Da kommt eine Menschenrechtsaktivistin, die kann dazu sehr, sehr viel sagen. Das ist wirklich einfach nur psychologischer Terror. Dafür gibt es einen internationalen Strafgerichtshof für die Dinge, die momentan passieren. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen, die wirklich Verantwortlichen, die so Sachen rausgeben, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, dass die irgendwann zur Rechenschaft gezogen werden. Daran werden wir arbeiten und dazu wird es auch kommen. Und es wird sich im Jahr 2021, da bin ich fest davon überzeugt, sehr, sehr vieles zum Guten wenden. Wir müssen da einfach dranbleiben. Wir müssen friedlich dranbleiben. Wir müssen auch gucken, dass wir politisch immer aktiver werden, weil man kann eine Gesellschaft und ein demokratisches System nicht nur auf der Straße ändern, man muss es auch in den Parlamenten ändern, dass irgendwann auch die Stimmen gehört werden, die zu Recht sich nicht nur auf der Straße, sondern auch in Wissenschaftskreisen schon lange äußern, dass man die eben in die Parlamente kriegen, damit die Menschen mal sehen, welche Meinungen es gibt, außerhalb von dem, was uns Tagesschau und so weiter und die Bundesregierung jeden Tag vorkauen, ja, teilweise vorlügen. Und das ist auch einfach einer der Gründe, warum ich jetzt auch in der Politik wieder aktiv wäre. Ich war früher mal in der CSU, lang ist her. Den Laden würde ich jetzt auch nicht mehr gehen. Aber wirklich, auch dieses politische Engagement zeigt es. Bleibt auf der Straße aktiv, redet vor allem mit euren Mitmenschen, versucht euch zuzuhören, dass eben auch hier diskutiert wird und nicht erst auf Konfrontation gegangen wird. Ich glaube, ich lebe das ganz gut vor und ich hoffe, dass das viele anderen sich einfach dann auch als Beispiel nehmen, um wirklich zu sagen, wir wollen diese verdammte Spaltung in links, rechts, Mitte, schwarz, weiß und so weiter. Ihr kennt das alle nicht mehr haben. Wir haben gemeinsame Grundziele, wir haben gemeinsame Grundwerte und für die kämpfen wir im Jahr 2021 weiter. Und wenn wir das machen, dann werden wir in diesem Jahr diesen Wahnsinn auch beenden. Dankeschön. Danke, Markus. Danke, Markus Heinz. Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie. Wollt ihr was Süßes? Gerne. Dankeschön. Wenn ich vorbeikomme, einfach reingreifen. Gut, okay, habt ihr Mikros? Ihr Lieben, wir haben gerichtlich bestätigtes, amtlich verbotenes Polonaise-Verbot mit Brief und Siegel abgesegnet von zwei Gerichtsinstanzen. Die dritte steht uns noch bevor, aber für heute gilt das Polonaise-Verbot. Politisch korrekt und gewollt sind aber Kniebeugen, denn das hält warm und fit und trainiert unser Immunsystem. Klatschen in die Hände, auch das geht. Und in diesem Sinne gilt für uns alle ein bisschen Spaß, SARS muss sein. Naja, wir hatten noch was anderes probiert. Hallo erstmal, liebe Freiheitskämpfer und Superhelden. Wir hatten ja noch die Idee, ob ja vielleicht Summen noch in Ordnung wäre. Ja? So mit geschlossenem Mund kann ja jetzt nicht so viel Aerosole austreten, oder? Aber das wurde mir von dem Herrn Polizisten auch verboten. Ja? Summen ist also auch nicht mehr erlaubt, auch vorbei, schade. Deswegen trage ich unseren Song noch einmal halt in Gedichtform vor. Das ist ja gerade noch erlaubt, aber ich weiß nicht, ob man nächste Woche noch reden darf. Und dann vielleicht atmen, dann auch irgendwann zu gefährlich vielleicht. Da kann man sich als Viren einatmen, also muss man ja nur mal ein Stück weiterdenken, wo das dann noch hinführen kann. Ne? Naja. Also, ein bisschen SARS muss sein. Ist die Gefahr auch noch so klein,
Der Mittelstand steht vor dem Aus und der Bill Gates, der klatscht Applaus. Ein bisschen Saß muss sein, dann kommt die Angst von ganz allein. Drum sangen wir Tag aus und Tag ein bisschen Saß muss sein. Klatsche! Jeder Mensch war einmal frei, doch dann kam die Tyrannei. Maskenpflicht, Mindestabstand, niemand drückt dich und gibt dir die Hand. Ein bisschen Saß muss sein, dann kommt die Angst von ganz allein. Der Mittelstand steht vor dem Aus, Bill Gates, der klatscht Applaus. Ein bisschen Saß muss sein, ist die Gefahr auch noch so klein. Drum sangen wir Tag aus und Tag ein bisschen Saß muss schon sein. Grundrechte sind abgeschafft und die Demokratie dahingerafft. Medien, die sind manipuliert und die Filme bei YouTube zensiert. Ein bisschen Saß muss sein, ist die Gefahr auch noch so klein. Oh je, nee, oh Gott, oh, Entschuldigung. Ich hab nicht gesungen. Nee. Entschuldigung. Singen verboten. Nee, es ist kriminell. Der Mittelstand steht vor dem Aus und ich auch. Und Bill Gates, der klatscht Applaus. Ein bisschen Saß muss sein, dann kommt die Angst von ganz allein. Drum sangen wir eines schönen Tages damals, Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Saß muss sein. Ja, es ist übrigens so, dass ab 17 Uhr ist, glaube ich, auf dem RAW-Gelände auf der Warschauer Straße eine Veranstaltung von der Veranstaltungs- und Künstlerbranche. Ein paar von uns werden sicherlich gleich mit der S-Bahn da rüberfahren. Wer gleich nach Ende dieser Veranstaltung noch Lust hat auf Weitermachen, möge dann mit uns mit der S-Bahn zur Warschauer fahren. Dankeschön. Ich wünsche euch viel, viel Kraft, denn der Weg, der vor uns liegt, der ist noch ganz schön lang. Das ist eher ein Marathon als ein Sprint. Verausgabt euch nicht. Und was ich ganz wichtig finde, findet euch mit anderen Menschen zusammen. Findet Menschen in eurer Nähe, sprecht sie an. Findet Menschen in eurem Kiez, sprecht sie an, bildet kleine Gruppen. Guckt, wie ihr euch das ermöglichen könnt. Ich werde hier nicht zu Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten aufrufen, aber macht es möglich, dass ihr euch verbündet, dass ihr kleine Gruppen gründet, dass ihr euch miteinander vernetzt. Nächsten Samstag sind wir wieder hier, 14 Uhr. Ich bin gespannt, ob die Versammlungsbehörde nächste Woche auch eine Untersagung der Musik machen wird. Sonst wieder mit Musik und Bewegung und Tanz. Ansonsten wieder hier in neuer Frische, diesen folgenden und weitere Samstage, 14 Uhr geht es weiter. Und es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie ihr euch demonstrativ verhalten könnt. Ihr könnt Bettlaken mit roten Kreuzen aus den Fenstern hängen. Ihr könnt rote Kreuze auf eure Masken malen. Ihr könnt Lieder erschallen lassen, die sehr eindeutig sind. Ihr könnt auch in der U-Bahn tanzen, ohne Musik oder nur mit Kopfhörern. Und wir werden wissen, daran kann man uns erkennen. Ich wünsche euch einen wunderbaren, kraftvollen Abend, eine kraftvolle Woche, Geduld und Stärke und Klarheit und viele Freunde. Wir sehen uns hier wieder nächsten Samstag, 14 Uhr. Und damit schließe ich die Versammlung für heute.
Und wenn er kann, sich an die Sektor von Jungen.